Hi, ihr seid ja auch schon da. Hier ist der Frank vom foodblog-hamburg.de. Wir wollen heute einen Thunfisch-Wrap machen. Dafür bin ich schon dabei, hier so ein bisschen die Zwiebel klein zu schneiden. Dann werde ich gleich nochmal drei kleine Chilis klein schneiden. Das müsst ihr aber nicht, weil das macht das Ganze schon ziemlich scharf. Also man kann das auch nur mit einer machen. Ich schneide jetzt mal eben meine Zwiebel hier zu Ende. Und dann wird Jajuk euch mal zeigen, wie sie das mit dem Thunfisch und der, wie heißt die? Avocado. Avocado macht. So, was machst du jetzt? Schneide ich gerade mal ein bisschen die Chili klein. Drei Stück. Schön fein. Wir lassen da jetzt momentan auch immer die Kerne mit drin. Wenn euch das zu scharf ist, dann, es gibt in meinen älteren Videos, habe ich schon mal gezeigt, wie man Kerne aus den Chilis rausmacht. Also aufschneiden und mit dem Löffel einmal so drin langziehen. Dann kriegt man die Kerne da raus. Weil die Kerne machen das schon sehr, sehr scharf. Das müssen immer schöne, gleichmäßige, dünne Streifen werden. Wenn das so ungleichmäßig ist, dann sind die einen noch knallerhart und die anderen Scheiben von den Karotten sind dann schon völlig labberig. Also das muss schön gleichmäßig runtergeschnitten werden. Nicht runtergeschmissen werden, sondern runtergeschnitten werden. So. So, Jajuk hat jetzt das Öl von dem Tuna ablaufen lassen und tut ihn da jetzt in eine Schale. Genau. Und jetzt mache ich die Avocado. Genau, die Avocado schneidest du auf, dann nimmst du den Kerner. Kern daraus. Ja. Und dann tue ich die Avocado mit der Thunfisch zusammen. Das sieht jetzt schon lecker aus. Und jetzt vermengst du das einfach nur. Genau. 2 Löffel Olivenöl. Das ist unser Lieblingspfeffer. Okay, also dieser körnige von Genau. dieser Steakhouse-Kette. Und dann Ein bisschen Salz. bisschen Salz. Okay. So, ich habe in der Zwischenzeit die Zwiebel und die Chilis ein bisschen angedünstet. Ich mag das nicht ganz, wenn die so roh sind. Ich finde, das ist auch viel schöner, wie in der Frikadelle im Grunde ja auch. Dann machen wir das auch. Schmeckt einfach besser. Und jetzt nehme ich mir die Pfanne und tue da meine Karotten rein, die ich gerade schön in dünne Chips geschnitten habe und werde die schön andünsten. Nur mit Öl oder? Ja, ich habe jetzt den restlichen Öl da drin gelassen von den Zwiebeln. Das ist nicht ganz so schlimm, finde ich. Aber ich habe hier ein bisschen Sesamöl. Für den Geschmack tue ich das da mal ein bisschen mit dran. Das finde ich immer ganz lecker. Dann tue ich da ein bisschen Zucker drauf. Dann karamellisieren die so ein bisschen an. Und damit das Ganze ein bisschen schneller und besser geht, muss ich jetzt da einmal an dem Wasserhahn. Tue ich hier jetzt einen kleinen Schuss Wasser drauf. Da sage ich ja immer, das wirkt wie Brandbeschleuniger. Das tut es auch. Das ist jetzt so ein bisschen wie so ein bisschen Kochen und Braten zusammen in einem. Und wenn das Wasser jetzt gleich weg ist,
Dann sind unsere Karotten auch so weit, dass sie noch ein bisschen Biss haben, aber nicht mehr steinhart sind. Und so wollen wir das ja haben. So, unsere Karotten sind jetzt auch schön wieder fertig. Die sehen noch klasse aus. Die sind schön, haben noch ein bisschen Biss, aber sind nicht mehr knallehart. Schön ankaramellisiert. Die kommen jetzt auch noch mit da rein. Super. Das sieht doch klasse aus. So, dann wollen wir da noch ein bisschen Limette reinhaben, um so ein bisschen Säure zu bekommen. Ich roll die immer vorher so ein bisschen. Dann geht das nämlich ein bisschen leichter, wenn man die einfach nur so ausdrücken will. Ich will da jetzt nicht so eine halbe Limette reindrücken, nur so ein bisschen was, damit da so ein bisschen was an Säure drin ist. Das reicht schon völlig aus. Ja, das sieht doch schon klasse aus. Jetzt ist das natürlich ein bisschen arg warm geworden, dadurch, dass jetzt da die Karotten drin sind. Wir lassen das jetzt so ein bisschen auskühlen. Währenddessen kann ich dann ja auch gleich schon mal das erste Tortilla in die große Pfanne schmeißen und so ein bisschen anrösten. Und dann geht das schon gleich los mit dem Wickeln. Das Wickeln, da könnt ihr mich vergessen, dafür sind meine Hände irgendwie nicht gemacht, das kann ich nicht so gut. Das macht dann wieder der Juck und ja, dann werden wir euch gleich mal zeigen, wie wir die dann schön einwickeln und wie unsere Wraps dann gleich fertig sind. So, jetzt machst du die Tortilla. Ich mache die Tortilla so ein bisschen warm. Ich tue da auch nichts in die Pfanne rein. Ich lasse nur die Pfanne so ein bisschen heiß werden und dann drehe ich die halt so ein bisschen um. Und röste die so ein bisschen an. Man sieht das hier schon an den Kanten so ein bisschen. Die werden jetzt so ein bisschen angeröstet und dann sind die, das geht auch verhältnismäßig schnell. Und dann können wir die gleich füllen. Den Tortilla haben wir jetzt schön einmal schnell da hinten in unserer Pfanne schön heiß gemacht. Jetzt hat Jajuk da schon mal ein bisschen Blattsalat drauf getan und füllt jetzt ein bisschen was von unserer Farce da drauf. Nicht so viel und nicht so wenig. Ah, das ist ja immer der Zaubertrick des Ganzen. Weil wenn nicht so viel, dann kann man auch nicht richtig rollen, ne? Ja, genau. So, zuerst so. Und dann rollen wir das Bowl zusammen. Oh, das sieht doch klasse aus. Fertig. Dann schneide ich durch? Ja, schneid mal durch. Sollen ja auch alle sehen können, was wir da gemacht haben. Und richtig gut aus, ne? Das sieht richtig geil aus. Ja, klasse. Da ist unser erster Wrap. Alle bei unseren zweiten, den machen wir gleich. Mal sehen, vielleicht gibt es auch noch einen dritten. Je nachdem, wie viel Farce es jetzt wirklich geworden ist. Das ist unser Thunfisch, Avocado Wrap mit ein bisschen Karotte noch drin. Für uns jetzt ein bisschen spicy, weil wir das halt so lieben. Aber man kann das auch nur mit zwei oder auch nur mit einer Chili machen. Ist ja nicht viel Aufwand, wie ihr gerade gesehen habt. Ist schnell gemacht, ist ein bisschen Schnippelei am Anfang. Aber das ist ja fast wie bei der asiatischen Küche. Da steht man ja auch ganz viel und schnippelt irgendwie ganz lange. Und im Endeffekt ist es dann ja doch sehr schnell gemacht. Ja, sollte euch das gefallen haben, wie wir das gemacht haben, lasst uns einen Daumen da. Seid ihr neu bei uns und habt uns noch nicht abonniert, dann abonniert uns doch einfach. Wir würden uns sehr freuen und wir würden uns auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn der foodbloghamburg.de das nächste Video macht. Wir sagen jetzt tschüss und Frank vom Foodblog Hamburg. Ciao, ciao.